Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir einmal den Great Vault aufmachen. Und dazu habe ich letzte Woche ein paar M-Plus-Keys gespielt. Jetzt nicht so wie die Wochen davor mit irgendwie über 10, sondern diesmal haben wir tatsächlich nur 4 gemacht. Aber 4 relativ erfolgreich. Ich habe ein paar 20er-Keys abgeschlossen. Ich glaube, ich war einmal Grimrail habe ich einmal auf 20 gemacht. Eisendogs und beide Mechagon-Teile in einen sogar auf 21. Also sprich 4 Keys gespielt, 4x20 für die Achievements. Und jetzt fehlen mir tatsächlich nur noch beide Kara-Teile und die werde ich die Woche hoffentlich erledigen können. Und dann wären wir zumindest für meine Verhältnisse mit M-Plus fertig. Also mit dem, wo es dann halt Heldentaten gibt. Ne? Also was so ein bisschen mein Ziel ist. Der Rest, eigentlich das höher zu pushen, ist mir persönlich nicht so wichtig. Dennoch hätte ich jetzt gern hier ein bisschen Gear drin, dass wir halt, warte mal, was habe ich auf die D gestellt? Ja, dass wir vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit haben, ein bisschen besser durch die Indies durchzukommen. Jetzt schauen wir mal. Und natürlich ist das das Zeug, was wir dann auch tragen, wenn es dann Richtung Dragonflights geht. Achso, ich habe auch ein paar Raid-Bosse gekillt, ja stimmt. Nicht nur die Plus-Sachen, sondern wir hätten jetzt hier, T-Mog hätten wir. Also die Brust ist absolut beschissen. Nochmal eine Brust, die hat tatsächlich schon bessere Stats, aber die müssen wir ja eh umwandeln. Und hier nochmal, also wir haben schon mal einen T-Mog-Teil dabei. Dann haben wir einen Ring mit Sweet Versa. Ah, der ist nicht schlecht, aber ich habe schon 2 relativ gute Ringe, ne? Okay, was haben wir hier? Da haben wir eine Waffe. Eure kritischen Treffer haben eine Chance, das Ziel zu schocken und versetzt ihnen 500 Naturschaden. Also die Waffe ist halt Max-Level, ne? Aber die hat halt kein Versa drauf. Aber die hat einen netten Effekt. Ich bin halt echt am überlegen. Verliere ich dadurch Stats? Nee, der Effekt ist wirklich komplett zusätzlich drauf, ne? So wie es aussieht. Ich verliere dadurch nicht mal Stats. Es ist eigentlich ziemlich strong. Also klar, es gibt bessere Waffen mit besseren Effekten. Aber einen geschenkten Gaul schaut man dann ins Maul, sagt man so schön, ne? Ich bin jetzt am überlegen, auf wie viel Versa bin ich denn, wenn ich die Waffe... Ah, 19% Versa, dann hätte ich nicht mal mehr 20%. Es ist schon richtig bitter. Das Ding ist, wenn ich halt einen Ring nehme, ich habe halt schon einen 304er mit Tertia-Stat und einen 298er, den habe ich glaube ich von Sylvanas, ne? Der hat halt auch Versa drauf und ultimativ viel Crit. Der ist halt schon eigentlich nicht so verkehrt. Ach komm, scheiß drauf. Scheiß auf die Versa, wir nehmen die Waffe. Nein, oh, fuck, jetzt hätte ich mich fast verklickt. Jetzt hätte ich mir fast den Sockel genommen, ne? Hier, so, also die Waffe nehmen wir. Und dann schauen wir mal. Achso, ich krieg so einen 21er-Key. Hilft ja nix. Was haben wir? Tazavesh, das will ich schon mal nicht haben, aber gut. Ich brauche mir den Karasan, ne? Also, wenn wir die Waffe hier anlegen. Ich muss mal gucken, wie oft die proc. Vielleicht ist die ja doch halbwegs strong, ne? Und dann hauen wir da einmal noch eine VZ drauf. Und zwar sündhafte Offenbarung, wie ich es auf der alten Waffe habe. Und ja, jetzt habe ich halt offiziell viel zu wenig Versa, ne? Eigentlich will ich Richtung 30% haben. Jetzt habe ich nicht mal ganz 20%. Aber gut. Aber es liegt halt teilweise am Set, ne? Weil da halt schon wenig Versa drauf ist. Und die anderen Items, sieht es irgendwie auch nicht sonderlich viel besser aus. Mal gucken. Vielleicht kriege ich ja noch Handgelenke, wenn es gut läuft. So, gut, das war es eigentlich so mit dem kleinen Kisten-Opening. Ich hätte zwar lieber Handgelenke gehabt, ne, aber da machst du nichts. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Euer Tilor, bis zum nächsten Mal. Ciao.